Moin Moin, wir haben Freitag, letzter Handelstag der Woche und Zeit, auf die Märkte zu schauen. Heute mit Blick in Brent, in Euro, Australdollar, in Nikkei. Und wir schauen heute mal aufgrund der aktuellen Gegebenheiten zum Nachbarn, nach Frankreich, den Cacaron, den schauen wir uns heute mal an. Das ist nämlich interessant, was wir hier in den Charts sehen. Erstens zum Traden, zweitens zum Lernen. Deswegen schauen wir da rein. Das machen wir live und hier, wir sehen es im Hintergrund schon, das Thema Ölmarkt. Guys, buy the rip or sell the dip. Da ist ordentlich was los am Ölmarkt. Das schauen wir uns gleich im Chart an. Da gibt es durchaus Avancen für die Unterseite, aber gestern haben wir gesehen, die Unterseite ist zwar da, aber die hat zack ganz schnell für einen Rückschnapper nach oben gesorgt. Da gibt es jetzt feste Barrieren, die wir im Auge haben sollten, denn erstens die Range und zweitens der Bruch der Range, das kann durchaus für ordentlich Bewegung sorgen. Das Ganze gleich hier an dieser Stelle. Zuvor allerdings die Frage, man kann mich hoffentlich hören und sehen auf Skype, go to Facebook läuft, das sehe ich schon. Hervorragend, das ist wunderbar. Fragen natürlich wie immer gern rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom, dann wird das auf alle Fälle wieder eine runde Sache. Im edukativen Teil nachher, nach der Besprechung der großen Indizes, DAX und Co. stehen natürlich heute auch wieder auf der Uhr. Ja, da schauen wir auf eine Frage, die uns hier gestellt wurde, und zwar die Zusammenarbeit der Charts mit gleitenden Durchschnitten. Was kann man daraus lesen? Wo gibt es Kaufsignale? Wo gibt es eher Verkaufssignale? Da spreche ich mal ein bisschen aus der Erfahrung, was hier an diesen Stellen immer mal wichtige Dinge sind, worauf man als Trader achten sollte und wie man hier kurz- und auch mittelfristige, sage ich mal, Signallagen aus der Zusammenarbeit mit den Indizes, beziehungsweise nicht mit den Indizes, mit den gleitenden Durchschnitten auch raussuchen kann. Das, wie schon gesagt, war eine Frage zu dem Ganzen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Zunächst der Blick auf die Risikoseite. Bitte den Risikohinweis wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann checken wir zunächst wie jede Woche Freitag auch die Nachrichten, die vom heutigen Tage, die der Woche und das, was nächste Woche auf uns wartet. Wir sehen es heute. An dieser Stelle haben wir wieder ein paar Dinge mit drei Sternchen dabei. Das sind zum einen mal die Verbraucherpreise hier in der Eurozone. Ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das, was hier die Analysten sagen, auch bejahe. Ich glaube kaum, dass wir hier irgendwo Druck auf den Kessel bekommen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA bekommen wir dann um 14.30 Uhr. 0,5% Zuwachs ist ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Wir werden sehen, was kommt. Thema Corona, muss man sehen, wie das in den USA wirkt. Da gibt es ja mittlerweile hin und wieder auch Einschränkungen. Muss man sehen. Einzelhandel ist wichtig, aber das Weihnachtsgeschäft kommt. Mal schauen, wie die Leute sich hier verhalten. Da kommt es ja auch ganz genau drauf an, wie die Leute einkaufen gehen, mit Blick auch in die Zukunft. Das ist ein starker Gradmesser. Haben die nämlich Angst, dass die Jobs verlieren und die Arbeitslosigkeit wieder rapide zunehmen sollten wegen Covid-19? Und wir wissen ja, was da gerade los ist, könnte das durchaus Auswirkungen haben. Wir werden sehen. Auf alle Fälle gibt es in der Pipeline in den USA gute Wirtschaftsförderprogramme. Das heißt, da soll eine Menge Geld an den Markt fließen. Wahrscheinlich erst nach der Wahl. Wir werden sehen. Ein bisschen Zeit ist noch. Die Hoffnung lebt da weiter. Das Ganze hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, heute um 14.30 Uhr. Thema Einzelhandelsumsätze. Industrieproduktion gibt es dann um 14:45 und dann um 16 Uhr gibt es die Uni Michigan Konsumentenerwartung. Das ist der wichtige Blick auf das, was in den USA viel Geld in die Wirtschaft pumpt, nämlich die Verbraucher, die Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen. Das sind wichtige Dinge. Und für diejenigen, die die COT-Reports anschauen, zur Vervollständigung der Liste von heute, was gibt's? Natürlich heute Abend wieder die COT-Reports, was uns zeigt, was die Big Boys hier in dieser Woche alles getan haben. Also immer rückwirkend sozusagen. Ansonsten der Rückblick auf die Nachrichten. Eine Sache heben wir hier mal besonders hervor. Guckt euch mal an, was die Konjunkturerwartungen machen. Leute in Deutschland, wir standen im letzten Monat bei 77,4. Die Prognose lag bei 73 und dann bam, 56. Puh, das ist heftig. Da blicken einige ziemlich, ziemlich düster in die Zukunft.
ist nicht zu verwundern bei dem, was wir jetzt hier an Thema Corona momentan sehen. Da schwirrt die Angst eines größeren Lockdowns natürlich wieder durch die Gegend. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Erwartungen der Unternehmen. Und wir hören es auch schon von vielen Unternehmen, dass die Auftragslage momentan wieder etwas angespannter ist. Ich war vorher nicht wirklich entspannt, aber es gab zumindest mal positive Meldungen. Tja, was soll ich sagen? Das ist das, was wir hier momentan haben. Corona hat die Wirtschaft weiterhin fest im Griff, auch wenn man im nächsten Jahr, also 2021, doch durchaus Besserungen erwartet, gerade auch mit dem Thema im Hinblick auf einen Impfstoff. Da wird ja weiterhin geforscht, was das Zeugs hält. Ja, das hilft jetzt allerdings den Erwartungen momentan noch nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier der Blick da rein. Ansonsten diese Woche relativ wenig los gewesen. Der Erzeugerpreisindex in den USA ist ein bisschen mehr angestiegen als das, was die Prognose gewesen ist. Der Philly Fed Herstellungsindex, der konnte zulegen. Das ist ein sehr positives Zeichen. 15 war die Erwartung, 14 hatten die Analysten erwartet, dass die sind sogar von einem Rückwärtsgang ausgegangen. Aber nein, hier für den Oktober der Philly Fed Herstellungsindex ist gestiegen auf 32,3. Und beim Thema Rohöllagerbestände gab es auch eine positive Überraschung. Das hat zwar dem Ölpreis nicht geholfen massiv unter die Arme gegriffen, aber wir haben es gesehen, gestern haben wir hier einen massiven oder einen spürbaren Rückgang gesehen. Hier, was haben wir da? 3,8 Millionen Barrel, die hier rückläufig gewesen sind. Das Ganze, wie schon gesagt, hat dann im Öl zack für einen Rückschnapper auf Intraday-Basis gesorgt. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns gleich auch im Chart an. Zuvor noch der kurze Blick auf die nächste Woche. Nächste Woche gibt es auch wieder Nachrichten. Wir sehen es hier. Montagmorgen gibt es Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion aus China. Dienstag bekommen wir die Baugenehmigung für die USA. Wir wissen, Bausektor ist sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es auch sozusagen auch in die Winterjahreshälfte. Mal schauen, wie es dort dann weitergeht. Aber das ist ein wichtiger Fakt. Das Thema Baugenehmigung, da schaut auch die Fed sehr, sehr stark drauf. Mittwoch gibt es dann den Verbraucherpreisindex in Großbritannien. Auch da, denke ich mal, wird nichts massiv Druck auf den Kessel bringen. Dazu schrumpft die Wirtschaft viel zu stark. Die Rohöllagerbestände bekommen wir nächste Woche wieder Mittwoch. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir nächste Woche Mittwoch sogar das B-Spook. Das steht hier aber immer mit zwei Sternen drin, deswegen der Blick hier nicht. Aber ich habe es in Erinnerung, das ist ein wichtiger oder einer der wichtigsten Wirtschaftsberichte in den USA. Und da schauen wir dann nächste Woche Freitag auch noch einmal drauf. Ansonsten Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Verkäufe bestehender Häuser, also Immobiliensektor und Arbeitszahlen, nächste Woche Donnerstag aus den USA. Und am Freitag dann kriegen wir den Einkaufsmanager-Index und den IFO-Index hier bei uns aus Deutschland. Also da ist wieder einiges an Potenzial, um die Märkte ordentlich durch die Gegend zu treiben, ob long oder short. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle ist es wichtig, das zu wissen, wann es kommt und sich entsprechend zu positionieren. So, das wäre es damit. Jo, und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt das, was wir am liebsten tun, nämlich die Charts anschauen. Hier, bitte, wenn Fragen sind, rein in die Chats. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, auch gerne mit ein bisschen Vorlauf, dann sehe ich, was kommt und dann ist alles gut an dieser Stelle. So, also, wir schauen jetzt auf Brent, Euro, Austral, Dollar, Nikkei und auf alle Fälle mal noch den französischen Aktienindex und dann schauen wir noch auf den DAX, mal schauen, was hier eventuell zum Wochenausklang zu erwarten ist und dann gucken wir uns mal noch die US-Indizes an und dann, wie schon gesagt, die Frage zu den gleitenden Durchschnitten. So, wir starten hier mit dem Blick auf Brent. Heute mal Brent, nicht WTI. Warum? Ich zeige das mal ganz kurz. Mir gefällt der Brent momentan ein kleines bisschen charttechnisch besser, auch wenn die Lage hier zwischen Brent und dem WTI sozusagen sehr, sehr ähnlich ausschaut, habe ich hier heute einfach mal den Brent genommen, weil wir hier einfach eine etwas andere Situation haben. Die Situation ist hier zwar von der Seite her sehr, sehr, sehr ähnlich, aber wir werden es gleich sehen. Im Brent ist eine Nuance, die mir ein Stück weit besser gefällt für das Trading. Wir sehen es hier an dieser Linie. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Hier haben wir den Tageschart. Schaut euch das mal an. Da ist blau, also nur ein Hin- und Hergespringe. Also noch kein richtiger, sauberer Abwärtstrend. Und im Brent haben wir mittlerweile einen bestehenden Abwärtstrend. Und das ist so
auch wenn das letzte Bild hier hinten ähnlich ausschaut, das ist so für mich das Quäntchen, wo ich sage, ich fühle mich persönlich in einem Trend wohler und deswegen gehen wir jetzt hier eher mal auf den Brand ein oder auf das Brand ein, auch wenn die Strategie, die wir hier gleich besprechen, auch so umsetzbar ist im WTI. So, das wäre es also hier an dieser Stelle. Ja, und ich würde sagen, los geht's mit dem Blick. Und zwar zunächst mal auf das, was hier wichtig ist. Schaut es euch an. Wir haben hier mal ganz klassisch den Aufwärtstrend verlassen, einen Abwärtstrend gebildet. Und die Situation, auf die es mir jetzt drauf ankommt, ist das Bild, was wir hier sehen. Schaut mal, wir sind im Abwärtstrend verortet. Wir haben hier oben dieses Wendelevel um die 43,70. Hier, da oben das Wendelevel deswegen, weil wir hier von aufwärts in abwärts gedreht haben. Dann den Test und jetzt ist das Teil zum Widerstand geworden. Und was wir jetzt hier haben, ist, wir haben hier unter diesem Level die Situation, dass wir oben an der Decke ein Doppeltop haben. Und wir haben hier unten drinne einen Schub nach unten aus der korrektiven Phase raus. Und für diejenigen, die der Charttechnik so ein bisschen auch mächtig sind, die werden sehen, was ich jetzt hier einzeichne. Und zwar, es gibt ja aus den Korrekturen hört man sehr, sehr häufig immer nur die W-förmige Korrektur. Das heißt, wenn der Markt stark nach unten gelaufen ist, dann ditzt er zweimal unten auf, geht zwischendrin einfach mal ein Stückchen hoch und dann läuft das Ganze entsprechend. Also das ist ganz klar, also das hier sozusagen, ne? Also das ist ein W in diesem Bereich, das haben wir da, das kennen wir. Aber was viele nicht auf der Uhr haben, ist, dass es das Gleiche auch umgekehrt gibt. So, Leute, hier, so, das nennt man eine M-förmige Korrektur. Die tritt hier an dieser Stelle in einer anderen Verortung auf, ne? Das W ist unten, das ist die Wendeformation für steigende Kurse, das M tritt eher oben auf und das ist eine Wendeformation für fallende Kurse. Das haben wir jetzt hier. Was haben wir hier noch? Wir haben hier die Tatsache, dass wir oben, schaut euch das Doppeltop an, das ist relativ auf dem gleichen Niveau. Das heißt, hier oben um die 43,20 finden sich momentan definitiv keine Käufer mehr. Gestern, wie schon gesagt, dann erstmal ein massiv starker Rückgang und dann der Schub wieder nach oben rein. Der kam dann gestern im Intraday-Bereich. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, wie es ist. Das ist normal. Gerade auch, wenn wir Ölberichte bekommen, die dann so ausfallen, wie wir es gestern gesehen haben, kann das passieren. Hat jetzt aber am großen Gesamtbild nichts geändert. Deswegen ist diese Formation weiterhin intakt. Und diese Formation, diese intakte Formation, die hat jetzt einen sehr, sehr wichtigen Marker. Und zwar, schaut euch das an, das ist hier unten. Dieses kleine Zwischentief bei 41,08, wenn der Markt tatsächlich hier die Marke von 41 rausnimmt, das ist dann ein Zeichen und zwar ein sehr, sehr wichtiges Zeichen und zwar nämlich, schaut euch das mal an, wir haben hier einen Drehbereich hier in diesem Level, ja, der hat schon einige Male hier nach oben gehalten, dann ging es drunter, hier drüber, kurz gehalten, hoch. Wenn diese Marke fällt, hat das jetzt im Kontext zu diesem M natürlich die Situation, dass das ganze Teil nach unten getriggert wird. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass wir damit auch definitiv die Umkehr bekommen. Und wenn wir das jetzt schon aus der oberen Hälfte raus traden können, wäre das natürlich der charmante Weg, weil der Tag ist definitiv abwärts gerichtet. Und wir schauen uns das Ganze gleich noch in der Stunde an, was wir hier auf der Uhr haben können. Wir dürfen die Oberseite nie vergessen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, bei allem, was wir jetzt am Potenzial zur Unterseite hier sehen, wir dürfen nicht die Oberseite vergessen. Geht es doch oben drüber. Das heißt, wenn die Short-Szenarien nicht gespielt werden, dann ist diese Marke hier oben um die 43,70 halt extrem wichtig. Sollte die wegfliegen, ändert sich das ganze Bild. Bitte immer im Hinterkopf behalten, ne? Weil dann wäre plötzlich der Weg hier oben Richtung 45,75 frei. Und da möchte man dann nicht zwangsweise mit einer Short-Position gegen den Markt stehen. Aber soweit ist es nicht und der Markt scheint momentan eher die Unterseite zu suchen als die Oberseite. Das sehen wir auch, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen. Schaut es euch mal an, ich mache es mal kurz ein bisschen kleiner hier an dieser Stelle. Das sozusagen die ganze Formation und hier sehen wir es schon. Der erste Schub nach oben, top. Hier unten das Tief, das zweite und jetzt läuft es runter. Und hier sehen wir an dieser Stelle auch schon, dass wir ein wichtiges Level auch mittlerweile verloren haben. Und zwar hier, schaut euch das mal an, diesen Bereich hier unten, den haben wir gestern rausgenommen. Jetzt sehen wir hier die Korrektur und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie geht es weiter? Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz das Long-Szenario skizzieren. Ja, es ist nur eine reine Skizze. Sollten wir jetzt allerdings hier das hier sehen, dann muss man als Trader ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir das jetzt erstmal sehen und wir hier kurzfristig oben drüber gehen, dann wird es
für die Kurzfristträder hochinteressant. Dann gucken wir uns die kleinen Zeiträume an. Was passiert hier oben an diesem Zwischenhoch? Fliegt das weg? Finden wir dort plötzlich massiv Käufer aus irgendwelchen Gründen? Keine Ahnung. Dann hier, dann müssen wir die Oberseite sehen. Ja, das ist auf alle Fälle das Szenario, was wir im Auge behalten müssen. Kommt es allerdings dazu, wo der Markt momentan eher so ein bisschen hinzulaufen scheint, dass wir das hier sehen, also hier den Schub nach unten, die Korrektur und dann die Fortsetzung des Ganzen, das wäre das, was wir hier definitiv zur Unterseite sehen. Und wie schon gesagt, hier diese kleine Zwischenmarke unten drinnen, also dieser Bereich hier in dieser Drehbereich um die 41,80 bis 41,85, ja, der könnte nochmal kurz angelupft werden. Aber wie schon gesagt, das Bild sieht eher abwärts aus. Dieser kleine Aufwärtstrend hier ist definitiv auch rausgenommen. Und wir sehen es im kleinsten, trenden wir mittlerweile auch schon wieder runter. Das sieht eher danach aus, dass wir nach unten wollen. Anlaufmarker, wie schon gesagt, jetzt hier der kleine Drehbereich, beziehungsweise hier erstmal das Zwischentief, was wir hier unten haben, bei 41 um die 30. Und dann haben wir schon das Low. Und das hier ist die sogenannte, man nennt es halt immer wieder Nackenlinie, aber das ist die Linie unterm M sozusagen. Und da ist definitiv jetzt die Situation da, fällt das weg, dann bitte schön nach unten orientieren zur Unterseite hin. Und da sehen wir auch ein paar Anlauflevel, die wir da haben, nämlich sollte es darunter gehen. Also jetzt erstmal im Kurzfristbereich das hier, aber im Mittelfristbereich, dann wenn wir hier unten wirklich wegfliegen und diese Marke rausnehmen, die Anlauflevel hier, schaut mal, da haben wir einen wichtigen Bereich. Das war hier auch so ein Drehbereich, wo der Markt hier drüber gelaufen ist. Das ist durchaus ein Anlaufbereich. Tja, und dann hier dieses kleine Ausbruchslevel aus diesem Schub nach oben wäre dann die interessante Marke. Und wenn wir dann noch weiter nach unten schauen wollen, Richtung 38,39 hier, dann können wir mal noch schauen, die Korrekturtiefs anschauen. So viel Relevanz haben die jetzt an dieser Stelle vermutlich nicht, weil es einfach viel zu klein ist. Aber hier unten haben wir dann noch eins klemmen bei um die 39,40 hier mit Blick in das Crude Oil. Und für diejenigen, wie schon gesagt, die es im kleinsten traden wollen, schauen wir uns jetzt nochmal genau diesen Bereich hier an, also das, was hier nach unten schwingt, das schauen wir uns jetzt in den 5 Minuten an. Und da sehen wir es schon, die Trenderkennung zeigt es uns an. Der Schub nach oben war, die Korrektur ist grün. Jetzt trendet der Markt hier nach unten, setzt sich auch nach unten hin fort. Und wenn wir hier mal schauen wollen, was wir an Anlaufleveln drin haben, schaut's, da haben wir hier natürlich diesen Bereich hier unten erst einmal. Das ist die Marke an diesem Zwischentief hier um die 42,13 bis 42,15 da oben ran. Also hier dieser Bereich. Der ist wichtig. Was ist noch wichtig? Hier dieser Schwungbereich, als wir hier drüber gelaufen sind, könnte interessant werden, aber das ist wirklich nur im kleinsten, weil wir hier natürlich so einen Drehpunkt haben. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir schauen ja auf den 5-Minuten-Chart, Leute, ja. Nicht die Stunde, nicht der Tag, da kommt die Relevanzen etwas anders drauf, ja. Das ist also ein Anlaufpunkt. Aber nichtsdestotrotz, er ist halt einfach da und deswegen könnte er durchaus auch Marktbewegung bekommen. Und wenn wir hier Verkaufsdruck bekommen, schiebt es das durch und dann haben wir die Zwischentiefs am Laufen. Und das ist das, was wir schön hier in der kleinen 5-Minuten-Einheit sehen. Und das, was wir hier sehen, ist jetzt halt einfach hier, wenn ich das mal nehmen darf, der Schub nach unten hin. Wir gucken es uns mal kurz in der Stunde an. Schaut es hier aktuell zum Stunden-Low, was wir hier unten haben. Und da ist doch auch noch einiges am Platz da, was wir nach unten wegfrühstücken können. Das ist das Interessante. Durchaus hier im Brent. Ju, dann gehen wir zu den Währungen. Und zwar in diesem Blick das Währungspaar Euro-Australdollar. Stundenchart schauen wir uns gleich an. Zunächst aber erstmal der Tageschart. Und tata, wen wundert's? Wir sehen weiterhin die Range. Die Range ist da. Die Range kriegen wir auch so einfach nicht weg. Was wir aber wegkriegen, ist ein bisschen hier Sauberkeit im Chart mit drin, das brauchen wir, viele Sachen brauchen wir hier gar nicht, deswegen nehme ich die jetzt einfach mal kurz raus, die kurzfristigen Marker sind halt immer wieder da. Was sehen wir hier? Wir sehen weiterhin die Range, wir sehen weiterhin eine Verortung oberhalb der Range und jetzt ist es halt echt megamäßig interessant zu sehen, was hier oben passiert. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber, hier oben ist momentan der Deckel, wir haben es gesehen, es hat bis jetzt jedes Mal an der Oberseite der Range dazu geführt, dass der Markt nach unten abgeschlagen wurde und wieder gefallen ist. Erst einmal in Richtung des Medians der Range und dann oft auch zur Unterseite hin. Und jetzt sind wir halt verortet, ich mache das Ganze jetzt mal etwas größer, wieder mal auf der Oberseite der Range und wieder mal sehen wir auf der Oberseite der Range hier ein zögerliches Verhalten, aber bitte hingucken. Wir hatten es gerade.
könnte durchaus sein, dass wir dieses Mal den Schub nach oben sehen und den Ausbruch durch die Oberseite. Die Chance ist da. Heißt also, fliegen wir tatsächlich oben drüber, setzt sich das kleine Trendige von unten fort, haben wir gute Chancen, zur Oberseite rauszulaufen. Das wäre dann durchaus ein Bruch, und zwar ein nachhaltiger Bruch, Durchbruch durch die Oberseite hier in diesem Bereich. Und wenn wir uns das mal kurz auf Wochenbasis anschauen, dann sehen wir hier sowas Ähnliches auch, dass wir schon unten eine Bodenbildungsphase haben an dieser Stelle. Ich skizziere das mal ganz kurz hier unten. Schaut mal hier. Einmal angelaufen, zweimal angelaufen, dreimal angelaufen. Hier so eine, naja, leichten, wellenförmigen Sachen. Würde schon dafür sprechen, dass der Markt die Chance haben kann, nach oben reinzulaufen. Das wäre die interessante Sache. Das wäre die Range-Ausbruchstrategie zur Oberseite. Und wie die funktionieren kann, das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal im Stundenchart an. Nämlich, das ist das, was wir hier sehen. Und da sehen wir relativ schnell, ob wir entweder einen Abprall bekommen oder tatsächlich den Schub nach oben. Um das zu sehen, brauchen wir natürlich Marker. Ja, und was brauchen wir an Markern? Wir brauchen sowas hier. Das unten ist mal ein Zwischentief in diesem ganzen Aufwärtsschub nach oben. Wir sehen es ja, hier ist der Markt schön auch nach oben gestrebt. Hier auch das nochmal kurz in der Skizzierung rein mit grün. Hier schaut es, also erste Aufwärtsbewegung, Korrektur, höheres Tief gemacht, dann oben rein, Euro, Austral, Dollar. So. Wenn es jetzt so geht und dann nach oben, das wäre hier Ausbruchsversuch in definitiver Natur. Das wäre das Long-Szenario. Aber sollten wir tatsächlich von hier oben abprallen, also sollte jetzt das passieren, oben reingelaufen, Korrektur, tieferes Hoch und dann bam, nach unten. Das wäre typisch für einen Abprall. Und wenn wir den Abprall sehen, tja, da müssen wir einfach schauen, wo können wir uns unten auf der Unterseite orientieren. Und das ist relativ schnell ausgemachte Sache. Hier unten schaut man das hier, der Drehbereich, erstmal die Marke von knapp 1,64,5, 1,64,6 in etwa. Dieser Bereich hier, ja, und dann die unteren los. Also, hier haben wir einen, auch ein marktwichtiger Bereich, die Marke von knapp 1,63,8. Ja, und dann haben wir schon das Zwischentief hier unten um die Marke von knapp 1,63,3. Ich mache es mal kurz in grün. 1,63,3. Und damit hätten wir die Unterseite auch beleuchtet. Das heißt, an dieser Stelle hätten wir hier zwei Chancen, wo wir einfach nur schauen müssen, was der Markt spielt. Entweder den Ausbruch nach oben, das heißt zack, oben drüber. Dann haben wir auf der Tagesbasis schöne Anlaufpunkte oben drin liegen. Die habe ich schon öfter mal gezeigt an dieser Stelle. Aber sie sind halt da und es ist interessant. Schaut's hier, diese Zwischenhochs, die da sind und die gehen halt auch nicht weg. Das ist halt das Schöne, das sind planbare Anlaufpunkte auf der Chart-Oberseite und das ist das, was wir zum Trading brauchen, wenn der Ausbruch kommt, auch die Frage beantworten zu können, wer kauft denn nach uns? Weil wir wollen ja an irgendwen die Position veräußern und das ist hier sehr gut erkennbar im Euro-Austral-Dollar. So, das dazu und wir machen weiter mit dem Blick in die Indizes. Wie schon gesagt, Fragen gerne auch, ich schaue mal ganz kurz rüber. Ne, Fragen haben wir heute noch keine, das heißt, wir machen weiter. Und wir starten zunächst mal mit dem Nikkei. Ja, Nikkei, ich hatte es vorhin gesagt, den hatten wir schon eine ganze Weile auch nicht auf der Uhr. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wo ist der Nikkei hin? Hier, JP225, das Kürzel, was wir hier haben. So, die Charttechniker unter euch bzw. unter Ihnen, die sehen hier ja im Optimalfall das gleiche wie ich, nämlich eine Keilformation. Ja, JP225, das ist das Kürzel für den Nikkei. Ich klicke mal ganz kurz auf den Wochenchart. Da sehen wir, was wir hier sehen. Wir sehen einen massiven Erholungsversuch im Index. Da ist also alles im grünen Bereich. Der Index hat das mitgemacht, was ganz, ganz viele Indizes auf unserer Welt auch gemacht haben. Wir stehen hier oben momentan auch in einem wichtigen Schwungbereich. Das heißt, hier oben diese Marke, das Top da oben um die, naja, 23.632, also hier oben der Schwungbereich. Ja? Also da bitte auch wie immer nicht auf den genauen Nenner festnageln. Aber das haben wir halt an dieser Stelle momentan da oben liegen. Und das ist halt ein fetter Widerstandsbereich. Und da oben sind wir dran gestoßen und momentan zögert der Markt ein bisschen weit nach oben zu laufen. Und das könnte aus ganz kurzfristiger Sicht dafür sorgen, dass wir aus dieser Formation nach unten hin ausbrechen. Weil wir sehen es, es wird halt immer schmaler hier oben.
die Kerzen werden auch immer kleiner. Also das heißt, wir haben immer weniger Bewegungsspielraum. Ne? Wenn es mal nach oben geht, geht kaum was nach oben raus, aber dafür weiter nach unten. Und wenn wir jetzt tatsächlich das Ganze nach unten durchbrechen sehen, das wäre dann wirklich das Initial, die Initialzündung, um den Weg nach unten mit zu bringen. Wenn es jemand noch enger haben möchte, man kann diesen Rahmen hier, den ich jetzt im größeren Bild gemacht habe, für das kurzfristigere Trading auch noch etwas enger ziehen. Schaut, da haben wir diesen Bereich hier unten und wir sehen hier, das, was wir hier sehen, ist schon der kleinere Abwärtstrend auf der Stunde, der ist definitiv da. Ich skizziere den mal ganz kurz ein, das ist das, was wir jetzt hier im großen Bild sehen, wo der Markt so noch nach oben schwingt, aber das hier ist definitiv ein erstes Anzeichen an Schwäche. Und der Schub nach unten, wenn wir jetzt hier unter dieses kleine Zwischentief laufen, also hier unten drunter, wenn wir diesen leichten Doppelboden da unten wegnehmen, dann könnte es durchaus weiter nach unten gehen. Erster Anlaufpunkt, erst einmal tatsächlich hier unten dieser Drehbereich beziehungsweise diese Schwungmarke hier um, 23.190 in diesem Level. Also das, was wir hier sozusagen sehen, das wäre mal im Kurzfristbereich das erste Anlaufslevel, was wir hier sehen. Mittelfristig könnte es dann natürlich noch etwas tiefer gehen. Wohin? Das zeigt uns die Charthistorie, nämlich, da muss ich das Bild mal noch ein Stückchen wieder zusammenraffen, hier unten rein, dieses große Schwunglevel wäre mal das eine, aber dieses große Schwunglevel hier ist nicht alles. Wir sehen es, es gibt tiefer unten auch noch Anlaufbereiche und dann haben wir nämlich hier unten diesen Bereich hier als nächstes mal locker um die Marke von, ungefähr 22.600 Zählern hier unten, 550, 600. Dieser Bereich, wenn es unten drunter geht, ist das, was an Auffangbereich da ist. Und das kommt ein bisschen aus dem größeren Bild raus. Und zwar genau aus dem, was wir hier sehen. Ich skizziere das jetzt einfach nur mal ganz, ganz grob. Ne? Hier das Korrekturlevel und dann ging es jetzt hier nach oben auf das Zwischenhoch hier. Und wie schon gesagt, das sind wichtige Marker, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und wir sehen es hier unten drunter. Das, was hier so nach oben schwingt in diesem Bereich, ja, das hat sozusagen hier das Drehlevel auch mit gehabt und deswegen hier diese Marke. Ansonsten weiter unten natürlich auch noch ein Auffangbereich, hier der Bereich vom Zwischentief, knapp 21.800 Punkte im Nikkei. Die Marken haben wir da, könnte durchaus Schub nach unten geben für die aktiven Trader, wenn wir hier zum Wochenabgang noch ein paar nachhaltige Rücksätze nach unten bekommen. Durchaus interessant für den ein oder anderen Trade in die Richtung nach unten. Und damit der Blick zu den französischen Nachbarn hier bei uns. Der CAC 40, da ist er. Moment, wir sehen gerade nichts. Ich mache mal kurz den Stereo-Trader noch mit rein hier. Den brauchen wir. So, dann sollten wir auch das Instrument sehen. Und wir brauchen hier den Tag. Und wir sehen im CAC 40 auf Tagesbasis momentan eine sehr, sehr, sehr wichtige Marke. Warum schaue ich auf den französischen Index? Ich schaue auf den französischen Index wegen der sehr, sehr starken Einschränkung der Wirtschaft, die jetzt hier auch wieder in Kraft getreten sind. Und da sehen wir hier an dieser Stelle momentan ein extrem wichtiges Level. Hier, das ist der Bereich hier, ich zeige es mal noch mit einem Preisschildchen, um die ganz knapp 4.750 Punkte Marke. Wir sehen es, das ist ein sehr, sehr wichtiges Haltelevel. Ne? Hier war es zuerst der Widerstand, dann sind wir drüber gegangen, hier draufgelaufen, nach oben abgeprallt, draufgelaufen, nach oben abgeprallt, draufgelaufen, jetzt ging es wieder nach oben. Wenn diese Marke fällt, dann haben wir hier definitiv viel, viel, viel Platz zur Unterseite hin. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und das ist das, was man auf der Uhr haben muss. Nach unten hin. Und nach unten hin haben wir dann auch einige Anlaufpunkte. Zunächst mal hier dieser Drehbereich. Charttechnisch eine wichtige Marke um knapp die 4.570 Punkte. Und dann der nächste Auffangbereich. Und der liegt schon ein ganzes Stückchen deutlich tiefer im großen Bereich. Das wäre mal die runde Marke hier unten um die 4.200 Punkte. Da ist viel, viel Luft nach unten hin. Ob es soweit kommt, das müssen wir erst mal sehen. Ja? Das ist die Frage. Ja? Das muss man aber auf der Uhr haben. Wenn dieser Bereich hier fällt, ist der Weg nach unten erstmal offen. Aber es gibt auch eine positive Nachricht. Ja, ich weiß, dieser Index ist nicht für jedermanns Sache immer mit im Blick zu halten. Aber mittelfristig, gerade für diejenigen, die das Ganze auch so ein bisschen nebenberuflich betreiben, kann man damit eine sehr, sehr schöne Portfoliostrukturierung erreichen. Und damit kann man sich jetzt auch ein bisschen auf die Lauer legen zum Thema
Planung des Ganzen. Und wenn wir mal sehen, dass wir hier momentan so ein, na, ich kriege es jetzt leider gar nicht weit genug nach drüben. Wartet mal, mal gucken, ob ich das so hinkriege. Schieb, schieb, schieb. Ja, so, also wenn das passiert, sowas hier, wenn sich das Dreieck sozusagen immer weiter fortschreibt nach unten hin, dann wissen wir ja aus der Praxis, dass diese Dreiecke ganz, ganz oft durch die Oberseite gebrochen werden. Und wenn wir hier einen Boden haben bei 4700 um die 50, der immer wieder hält, dann können wir genau sehen, was macht der Markt denn an diesem Boden. Ja, das ist erstmal das eine Wichtige. Und wenn wir hier immer wieder Kaufinteresse reinbekommen, so wie hier, und hier, da sehen wir, das ist ein sehr stark verteidigtes Level. Dann haben wir durchaus die Chance zu sagen, okay, das Level hält, wir können durchaus den Weg nach oben antreten. Und das, wenn wir dazu dann noch ein paar positive Meldungen bekommen, seitens Corona, seitens der Wirtschaft, das wäre positiv. Die positiven Meldungen bzw. die positiven Erwartungen könnten wir hier durchaus ein Schnäppchen machen, unten an der Unterstützungslinie Richtung oben erstmal abfallende Trendlinie. Und wenn das dann wegfliegt, dann haben wir auf der Oberseite auch ein paar schöne Anlauflevel. Schaut mal, wenn es hier drüber gehen würde, über die 5000-Punkte-Marke. Das wäre dann die Initialzündung sozusagen nach oben hin. Und dann können wir hier nach oben noch ein paar weitere Level anlaufen. Und wir sehen sehr, sehr schöne Schwunglevel wirklich hier oben, die knapp 5090-Punkte-Marke. Dann haben wir hier ein kleines Zwischenhoch um die 5175 und dann schon hier das Hoch, was wir geschrieben haben. Im, wann ist es denn gewesen? Mai müsste das denn irgendwo gewesen sein. Das wäre dann echt eine sehr, sehr interessante Sache. Anfang Juni, das auf der Oberseite. Das ist das, was uns momentan der französische Index zeigt. Und da sollten wir durchaus hinschauen für eine gute Portfoliostreuung. Im Swing-Bereich ist das durchaus interessant mit Blick auf Frankreich. So, das wäre durch. Und damit haben wir jetzt die Luft, sozusagen mal auf die anderen Indizes noch zu schauen. Und da schauen wir natürlich erst einmal zuerst auf den DAX, also auf unseren deutschen Leitindex. Der hat ja gestern ordentlich Federn gelassen, ne? Also diese Woche ist keine gute Woche. Der Montag war nach Rot, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Abwärtstage. Ne? Der Dienstag, massiver Schub, Mittwoch innehalten, Donnerstag, massiver Schub. Und dann hier unten beide Dip, da sind wir unten rein und schon ging es wieder nach oben. Und das ist jetzt so ein bisschen das Initiale, was man hier durchaus kurzfristig auf der Uhr haben kann für den DAX. Nämlich sollten wir hier tatsächlich im kleinen Bereich weiter nach oben laufen, dann haben wir Chancen, zunächst erstmal wenigstens in den Drehbereich hier oben um die 12.965 bis 13.000 Punkte entsprechend reinzulaufen. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, wartet mal, ich mache mal hier ein bisschen was raus, das ist so ein bisschen unsauber. So, einmal löschen bitte. Und zwar, schaut euch das mal an, hier, dieser große Drehbereich um die 12.800 Punkte Marke. Da kommt der Markt immer wieder rein. Er löst sich zwar auch ab und zu mal, aber wir finden immer wieder Kaufstärke oben rein. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Wir sind hier weiterhin verortet in einem Aufwärtstrend. Auch wenn das, was wir hier aktuell sehen, stark abwärts gewesen ist, dann haben wir einen Aufwärts hier. Aber wir sind verortet im Aufwärtstrend, im kleinsten sogar schon, weil wir hier, schaut's, nein, das ist das Falsche, wir sind hier in diesem Bereich unterwegs. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, alles im grünen Bereich. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich oben rauslaufen, die 12.8 zurücknehmen, dann ist die Initialzündung hier gestern da gewesen, nach oben hin. Eins müssen wir aber auf der Uhr haben, das Zwischentief hier unten. Wenn das wieder rausgenommen wird, dann müssen wir schauen. Wenn es hier drunter läuft, unter die Marke von 12.539 Zählern, tja, Geist, dann müssen wir definitiv wieder die Unterseite annehmen und dann kommt ziemlich schnell die 12.300-Punkte-Marke mit ins Spiel. Und bei der extremen Volatilität, wie wir sie momentan haben, könnte das schon in ein, zwei Tagen soweit sein, wenn wir massiv Abgabedruck sehen. Da müssen wir aber sehen, was kommt. Wir haben es ja gestern gesehen bei den Amis, die haben den Markt direkt wieder nach oben gekauft. Und in diesem Blick schauen wir jetzt einfach auch mal auf den DAX drauf. Das heißt, hier sehen wir es ganz klar, wir sind verortet in der Stunde, natürlich, logischerweise, in einem Abwärtstrend sozusagen hier, also das, was wir hier sehen, Bewegung, Abwärts, Korrektur und dann hier diese massive Bewegung. Jetzt wird es aber interessant, wir sehen es hier unten schon, an dieser Stelle hier, wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt, wir haben eine Korrektur gehabt und laufen jetzt wieder an die 12.800-Punkte-Marke ran. Nimmt der Markt diese Marke raus, ja, dann ist der Weg offen, zunächst erst einmal hier oben rein in dieses Level. Jetzt muss ich mal hier oben so eine Linie nehmen. Die ziehe ich mal herunter. Schaut mal hier.
Das wäre eines der Level, die schon interessant sein könnten, aber viel, viel wichtiger ist die Marke hier oben. Erst einmal das Level hier, wo dieser massive Bruch nach unten kam, also die Marke um die 12.915 und dann obendrauf, wenn es dann weitergeht, 12.965 beziehungsweise dann hier oben auf dem Weg nach oben hin, hier das Level 13.060 bis 13.010 in diesem Drehbereich hier. Das ist ein wichtiges Level, ein sehr, sehr wichtiges Level und das haben wir jetzt hier liegen und das ist durchaus interessant für die Oberseite, wenn wir hier einen nachhaltigen Umschwung zur Oberseite bekommen. Und ob das gelingen kann, werden wir kurzfristig sehen, also ob wir die Initialzündung bekommen, nämlich dann, wenn wir wirklich den Versuch starten, hier oben drüber zu laufen. Also das zu machen. Wenn das passiert, wäre das äußerst positiv zu sehen für die Seite nach oben. Ganz kurzfristig natürlich die Unterseite. Ja, und die Unterseite ist schon extrem wichtig. Geben wir hier wieder auf. Wir haben den Spike gesehen um die 12.707. Wenn das Level aufgegeben wird und wir hier tatsächlich nur den Spike nach oben gesehen haben an die 12.8 und dann komplett der Markt nach unten geht, dann haben wir tatsächlich hier das Risiko für die Long-Seite da. Dann spielt der Markt nämlich die Abwärtsgeschichte. Dann sehen wir nämlich genau das, was wir hier für die Unterseite sehen. Und dann kommt es, wie es kommen muss, ganz, ganz oft. Der Trend setzt sich erst einmal nach unten hin fort, weil wenn wir uns das mal anschauen, das übergeordnete Bild in der Stunde hier, ja, das ist schon mal ganz klar der Schub nach unten. Hier noch ein kleiner Zwischendreher, das lange Bild, das ist die Korrektur. Und wenn die jetzt tatsächlich nach unten sozusagen umdreht, dann müssen wir uns hier unten ganz klar mit der Marke von unter 12.600 Punkten beschäftigen. Noch ist es nicht so weit, ja. Noch ist hier alles in einem Maße, wo man sagen kann, es kann drüber gehen. Das ist hier interessant. Und wenn wir uns diese letzte Situation, wie wir sie hier haben, nochmal eben kurz im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, also dieses Level hier sozusagen, das ist dann interessant, weil da können wir jetzt für das ganz kurzfristige Trading noch ein bisschen was rausholen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Wir sehen die extrem hohen Volatilitäten hier im 5-Minuten-Chart natürlich viel, viel stärker, weil die Kerzen viel, viel größer sind. Und da ist das zu sehen, was ich gerade auch angekündigt habe. Schaut mal, Leute, hier, das ist der Aufwärtstrend, die untere Seite, so ganz grob skizziert, ja, an dieser Stelle, ganz grob wirklich nur skizziert. Da sind wir drunter gelaufen. Erst sind wir so ein bisschen nach unten getrendet, jetzt sind wir wieder oben rangeflogen, aber wir sehen hier unter ein wichtiges Level drunter gefallen und da muss sich der Markt jetzt wirklich erstmal entscheiden, eine Richtung finden und der Bereich hier um die 12.700, wo war denn das Low hier unten, müssen wir mal kurz gucken, 12.742 war das Tief hier unten, echt 42, Moment, das Low bei 36, hier, das war das Tief, dieser Schwungbereich hier ist relevant und hier werden wir jetzt ziemlich schnell sehen, ob der Markt wirklich hoch will oder nicht, wenn er hoch will, wie schon gesagt, hier ist viel Platz, ja, am Rand, da könnte es ziemlich schnell nach oben zur Sache gehen. Ansonsten, wenn der Abprall kommt, wird es halt wichtig, das ist das, was wir hier im 5-Minuten-Chart schön sehen, die Marke um die 12.700 bis 12.707. Das ist interessant, wenn es da wegfliegt, dann, wie schon gesagt, nach unten hin einiges am Platz, Anlauflevel, wichtige Marken hier, dieser Bereich hier unten, das Swing Low hier um die, naja, 12.000, ich mache das immer nur grob, bitte, ja, 12.600 und ein paar eine 40, und dann hier unten rein das Zwischenlow 12.616 und dann hier schon das Zwischentief. Hier drüben diese Marke hier unten, da dieser Bereich, den wir hier sehen. Das ist der Bereich um die 12.600 Punkte Marke. Das sehen wir, wenn der Markt nach unten läuft, an Anhaltspunkten im Kurzfristbereich mit Blick auf den DAX. Und damit schauen wir jetzt auf die US-Märkte. Und da ist der Nasdaq immer gerne gesehener Gast hier in unserer Morgenrunde. Deswegen würde ich gerne mal auf den Nasdaq eingehen. Ja, das große, große Bild im Nasdaq ist momentan, wenn wir uns mal das Langfristige ansehen, natürlich aufwärts gerichtet. Aktuell, der Markt strebt auch schön nach oben. Also hier von der Seite her, wenn wir mal den höheren Zeitrahmen reingehen, wir sehen der starke Aufwärtsschub nach unten oben, dann dieser massive Bruch nach unten und jetzt geht es schon wieder Stück für Stück nach oben. Hier an dieser Stelle, wir sehen es hier, ich mache es mal etwas größer hier, da trendet der Markt nach oben und wir sind gerade in der korrektiven Phase dieses Marktes. Der kann sich natürlich auch noch ein Stück weit nach unten hin ausdehnen. Also Platz ist da zur Genüge da, zumal wenn wir mal sehen, dass wir hier unten in diesem Bereich um die 11.600 Punkte ein ordentliches Auffanglevel auch haben. Da sehen wir mal, was wir da noch an Platz haben, ohne die Aufwärtsdynamik komplett aus dem Markt rauszunehmen. Ja, also das ist schon sehr, sehr interessant, was wir sehen. Wir haben auch gestern Abend gesehen,
Beide Dip ist wieder mal angesagt. Also das heißt, wir haben es gesehen, der Markt ist hier unten tief reingelaufen und interessanterweise an einem sehr, sehr schönen Level zum Stehen gekommen. Nämlich untergeordnet haben wir hier in diesem Bereich ein Support-Level. Das mache ich jetzt mal magentafarben, damit wir sehen, dass das Ganze untergeordnet ist. Und das werden wir uns jetzt gleich auch nochmal in der Stunde anschauen, im untergeordneten Trendbereich. Denn wir haben durchaus die Chance, etwas zur Oberseite rauszunehmen. Das heißt, nach oben hin zu laufen. Wir brauchen da allerdings die Bestätigung. Denn wir sind nur einmal ganz kurz über dieses Level hier gelupft, was wir hier drüben haben. Also hier drüben, diese Marke, hier an diesem Zwischenhoch um den Bereich von 12.930 Punkte. Das ist auch ein Bereich, der hat hier drüben immer mal wieder eine Rolle gespielt. Das ist ein wichtiger Bereich, da sind wir gleich wieder abgeprallt. Und das ist jetzt das, was wichtig wird. Wir müssen zwangsweise oben drüber, also hier oben über dieses Level, damit wir diese Aufwärtsdynamik fortsetzen. Und wenn wir diese Aufwärtsdynamik fortsetzen, dann haben wir die Chance, weiter oben reinzulaufen. Das heißt, die Anlauflevel hier, die wir da haben, natürlich, hier oben sehen wir es, dieser Drehbereich da oben um die 12.028 Punkte ist das Tief hier unten gewesen. Da ist der Markt mal drüber gelupft. Da haben wir natürlich sehr, sehr schöne Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Und diese Anlaufpunkte können wir gut zur Trade-Planung nutzen hier. Das kleine Zwischenhoch um die Marke von 12.040 Punkten sind da durchaus auf der Uhr, wenn wir hochstreben. Wenn wir hochstreben und diesen Punkt hier oben, dieses Widerstandslevel rausnehmen und die 11.950 Punkte Marke. Damit haben wir ein paar schöne kurzfristige Anlaufmarken zur Oberseite hin, die wir planen können. Prallen wir allerdings von hier oben wieder ab, Guys, dann haben wir eher die Situation, dass wir möglicherweise tiefer runterlaufen, dass wir hier unten diese Abwärtstrendlinie nach unten die Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrechen und dann den Markt weiter nach unten laufen sehen. Ja, also ich meine damit diese Linie hier unten dran und das ist jetzt das Spannende. Ich verlängere diese Linie mal ganz kurz hier ein bisschen nach oben hin. Durchaus, wie ich schon gesagt, das Potenzial in den Drehbereich hier oben rein. Prallen wir ab, drehen wir rum und das ist dann das, was wir hier im 5-Minuten-Chart schön sehen. Wenn das, was wir hier sehen, sozusagen diese Aufwärtsdynamik rausläuft, hier dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, wenn der nach unten zerbrochen wird, dann, liebe Leute, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt die Unterseite bespielen möchte, diese Linien verrutschen manchmal ein bisschen in den Charts, dann spielen wir die Unterseite. Das wäre dann das typische Abprallszenario. Ne? Also momentan ist aufwärts alles noch in Ordnung, dreht der Markt hier rum, dann haben wir die Unterseite. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was haben wir denn auf der Unterseite da an Anlaufpunkten, dann müssen wir uns aktuell auch einfach konstatieren, hier unten rein, Shorts, Moment, hier, das wäre erstmal das wichtige, entscheidende Level aus der aktuellen Sicht. Wenn wir da drunter fallen, wie ich schon gesagt, ist 5-Minuten-Chart, bitte nicht verpassen, ja. Wenn wir da drunter fallen, wäre diese Aufwärtsdynamik erstmal weg. Wir brechen dann sozusagen über die Korrektur nach unten raus und dann ist der Markt nach unten hin erst einmal planbar, hier ins kleine Zwischentief unten rein, um die Marke von 11.850 Punkten, beziehungsweise hier das kleine Zwischenlow hier in den Drehbereich um die 11.835, 36, beziehungsweise wenn man das mal noch ein bisschen tiefer wählen möchte, hier unten haben wir so einen Bereich hier drüben, hinten in diesem Level hier an dieser Stelle, da sehen wir, ist der Markt aufgesetzt im Aufwärtstrend der 5 Minuten. Aber wie schon gesagt, das ist so ein kleines Stückchen unten raus. Nur wenn wir tatsächlich irgendwo von hier oben aus rumdrehen und das Ganze nach unten abfrühstücken, ist das für das kurzfristige Trading natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Bereich, weil wir stehen jetzt bei 11.900 Punkten und wenn wir da runterrutschen bis auf 11.830, dann sind das auch schon ein paar Pünktchen, die durchaus eine profitable Situation bringen können. Und die Verortung, wo wir momentan stehen, ist halt auch nicht von schlechten Eltern, nämlich hier der Bereich um die 11.900 bis 11.910 Punkte Marke hier, schaut euch das mal an, also dieses Level hier, das ist die interessante Geschichte im Kleinstbereich, weil hier oben haben wir gesehen, da hat der Markt angefangen rumzudrehen, ja, hier Gegentrend, hier Zwischentief rausgenommen. Das ist das, was wir gesehen haben. Und dann sehen wir jetzt zu diesem starken Schub halt gerade die Korrektur. Und wenn die zu Ende geht, ist das die Umkehr der Nachfrage. Und da wissen wir alle, was damit gemeint ist. Dann haben wir Chancen zur Chart-Unterseite. Also auf alle Fälle mal mit hier an dieser Stelle das Ganze in die Aufnahme rein. Das ist der Blick in den Nasdaq. So, jetzt muss ich ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Wir haben es jetzt 8:45. Wir sehen hier gerade die Frage nach Gold. Guten Morgen, Mike. Wie siehst du Gold heute? Halten die 1.900? Und was sagst du zur Strategie Freitag Gold Long? Die Strategien funktionieren manchmal.
Die Strategien funktionieren manchmal aber auch nicht. Ich kenne solche Strategien und ich habe bei diesen Strategien immer eine Strategie, die wende ich immer an. Ich weiß, das ist total langweilig, aber wenn ich eine Strategie bekomme, die mir sagt, Freitag long rein, dann muss ich ja auch irgendwo mal sehen, Freitag gerne mal einen Trend nach oben, ja. Und wenn der kommt, dann haben wir tatsächlich auch die Chance, das Ganze zu machen. Gold hat ja sozusagen, wir haben es ja hier auch schon besprochen, den Ausbruch. Wartet mal, ich muss hier auch mal noch ein bisschen ausräumen. Hier über diese 1900-Punkte-Marke, der ist ja schon relativ wichtig. Wir sehen hier oben die Linie mal ganz kurz wieder reingezogen hier. Diese schräge Linie hier oben drüber. Den Ausbruch, dann wieder drunter, dann wieder hoch. Das heißt, wir haben momentan definitiv hier das Gerangel um diese 1900-Punkte-Marke. Und jetzt ist die Sache. Und das passt auch ganz genau in die Strategie rein für diesen Freitagslong, was immer mal passiert im Gold. Die Strategien kenne ich ja. Es gibt auch immer diesen Reversal Tuesday, also den Umkehrdienstag sozusagen. Also da gibt es eine Menge Strategien, die hier laufen und die haben alle eins gemeinsam. Wenn die anfangen zu laufen, dann laufen die sehr, sehr häufig mit in den kleinsten Zeiteinheiten guten Trends nach oben. Und wenn sowas dann passiert, dann passt das hier natürlich momentan sehr, sehr schön ins Bild, weil wir haben hier natürlich momentan einen Aufwärtstrend, auch wenn der momentan sehr, sehr ruppig ist, dieser Aufwärtstrend. Ne? Also so richtig will der Markt noch nicht nach oben im Goldpreis. Und der US-Dollar ist ja momentan auch wieder ein bisschen stärker geworden. Das sehen wir auch an diesem heftigen Kursrutsch vom Euro gestern. Das hat natürlich ordentlich Auswirkungen gehabt auf die Rohstoffe auch. Und wenn wir das Ganze jetzt mal sehen, wenn sich das Bild wieder umkehrt und wir tatsächlich nachhaltig über der Marke von 1900 bleiben, hier oben steht gerade ein falscher Kurs drin, ne? Keine Sorge, Gold steht nicht bei 105, wir sind bei 1900 und muss man mal kurz schauen, wo wir rein sind. Moment, so 1905 ist das Level momentan. Das sieht interessant aus für die Oberseite. Und wenn wir uns jetzt mal eben die Stunde noch anschauen wollen, im kleineren Bereich, um das Ganze mal zu sehen, dann sehen wir halt, dass der Markt schon nach oben will. Aber diese Kerzen sind halt auch nicht schön. Nur wenn das ganze Umkehrszenario kommt und wir haben ja zögerlichen Rückenwind schon, leicht zögerlichen Rückenwind durch die Situation, die ich gegeben habe, dann haben wir durchaus eine Chance, hier das zu machen, dass wir hier oben raufgelaufen sind. Und wir jetzt hier aus der Korrektur nach oben rauflaufen. Das wäre wichtig und den Marker, den wir dazu brauchen, wir müssen hier oben über dieses Hoch, das heißt die Marke von 1910, die muss wieder rausgenommen werden. Dann haben wir eine Chance, oben reinzugehen, denn wir sehen da auch schon ein paar Anlauflevel von der Seite aus, wo wir jetzt stehen an dieser Stelle. Schaut mal, wenn wir tatsächlich oben drüber gehen, da haben wir hier und hier ein paar Sachen, die nach uns kommen. Und das sind die Marker, die durchaus hier das positive Bild bringen können. Wichtig wäre es, wir müssen nach oben. Und das bitte, das sage ich an dieser Stelle immer wieder. Die Chance ist da. Und wenn die Chance da ist, wird der Markt die spielen. Und er verrät uns das. Das sind die Spuren im Chart durch steigende Hochs und steigende Tiefs. Und das ist dann genau das, was wir brauchen. Und ich persönlich, wenn ich sowas entsprechend in meinem Portfolio auch umsetze, gehe da nicht zwangsweise von den 5 Minuten aus. Wenn ich jetzt sozusagen sage, ich möchte, dass der Markt hier oben reinläuft, also wollen können wir ja viel, aber wenn das die Ziele sind, die wir haben, dann weiß ich halt, wenn ich mir diese Kerzen hier anschaue, diese Verortung hier an dieser Stelle, schaut mal hier, dieses Hin- und Hergeschwinge, dann sehen wir halt, wenn wir uns das in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, hier, wir gehen mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein, dass da nicht wirklich viel Nachhaltiges da ist. Wenn wir uns das mal anschauen, schaut mal, das ist das Rechteck hier, was ich eingezeichnet habe, ne? Und da geht es ein bisschen hoch, wieder hoch. Dann geht es wieder nach unten, jetzt trendet es nach unten, jetzt schiebt der Markt plötzlich nach oben. Die 5 Minuten sind momentan definitiv abwärts gerichtet, ja. Und deswegen, weil das alles auch so weit weg ist an dieser Stelle, ist es mir da lieber, dass ich das sauber in der Stunde sehe, nach oben hin, in diesen großen Spikes zu traden, ist gut geeignet für die kurzfristigen Trader, weil wir sehen hier Level, wo der Markt immer wieder abverkauft, ja. Hier oben beispielsweise hier dieser Bereich um die 1909 bis 1910 US-Dollar, das ist schon ein Level. Da läuft der Markt immer wieder rein. Hier oben ist die 10 und verkauft dann wieder ab. Das könnte dann sozusagen die Gegenstrategie nach unten sein. Aber wenn man diese Umkehr am Freitag
also auf die Long-Basis sozusagen traden möchte, dann sehen wir hier in den 5 Minuten mal definitiv einen Richtungswechsel. Aber ich schaue da halt gerne in die Stunde rein, weil wir sehen halt in der Stunde auch diese wichtigen Level. Und wenn wir tatsächlich die Kaufstärke reinbekommen, dann können wir uns ja oben positionieren, ne? Hier oben, da ist dann sozusagen das große Kauflevel. Und das Kauflevel, wenn der Markt tatsächlich rein möchte zur Oberseite hin, dann können wir uns schön hier oben an dieser Stelle positionieren und da oben dann sozusagen auf die Long-Position warten. Da müssen wir nicht das Gezappel in den 5 Minuten mit eingehen. Und das ist das, worauf ich da warte. Und wenn es der Markt spielt, haben wir durchaus Chancen. Und das spielt dann auch übrigens wieder in das größere Setup rein, was ich hier schon mal vorgestellt habe für die Long-Seite. Noch hat sich der Markt nicht entschieden. Die Chancen sind aber auf alle Fälle da. Gut. Hätten wir das. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema mit den gleitenden Durchschnitten. Und das Thema mit den gleitenden Durchschnitten möchte ich ganz, ganz gerne mal mit dem Chart vom DAX machen. Hier, neues Chartfenster. Ich mache da einfach mal kurz einen sauberen Chart auf. Und bei dem Thema der gleitenden Durchschnitte, da gibt es sehr, sehr viele Handelsstrategien, die auf gleitende Durchschnitte aufbauen. Wir hatten ja neulich auch hier unseren Special Guest, den Wieland Alt, der mit den Bollinger Bändern arbeitet. Was sind Bollinger Bänder? Auch nichts anderes als eine Berechnung sozusagen auf den gleitenden Durchschnitt der letzten x Tage. Das kann man sich ja entsprechend einstellen, wie man es haben möchte. Die kurzfristigen Trader schauen eher auf die kurzfristigen Bänder bzw. Gleitenden Durchschnitte. Die etwas längerfristigen Trader, die nehmen etwas die größeren Zeiträume raus. Kann man übrigens auch hier bei Tickmill sehr, sehr schön traden, also auch eine schöne Portfoliomischung damit machen. Gerade für die nebenberuflichen Trader ist das durchaus interessant. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir legen jetzt einfach mal erstmal den Stereo-Trader rein. So. Moment, der ist schon drinne. So, jetzt haben wir es. Da haben wir es da. So, Stereo Trader läuft. Trenderkennung ist auch drin. Hier im DAX, ne, sehen wir, er läuft weiterhin nach oben. Und jetzt legen wir uns einfach mal sozusagen die Indikatoren rein. So, einfügen. Indikatoren. Durchschnitt, Average, True Range. Das jetzt. Es ist immer wieder interessant hier. Da ist er. Average Directional Movement. Hier, Moving Average, den möchte ich haben. Ich fange jetzt mal an. Ich mache mal hier den 200er Durchschnitt rein. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Bei den gleitenden Durchschnitten, es gibt diverse. Es gibt den einfachen, es gibt den exponentiellen, es gibt den geglätteten und den linear gewichteten. Für welchen ihr euch entscheidet, ist so ein bisschen immer Geschmackssache. Ja? Der exponentielle gewichtet die letzten Tage ein bisschen größer. Der einfache ist wirklich ein glatter, einfacher Durchschnitt. Das spielt jetzt am Ende keine gigantische Rolle. Ne? Also wenn der eine nach oben zeigt, zeigt der andere auch nach oben. Es wird ja auf Grundlage der Kerzenbasis hier berechnet. So, ich lege jetzt mal kurz den 200er Tagesdurchschnitt rein. Ich mache aber noch ein bisschen mehr. Und zwar machen wir jetzt hier noch den 50er und den 20er rein. Ne? Das heißt jetzt hier mal den 50er, den mache ich in blau. So, und dann mal noch den 20er. Ne? Also da haben wir einen langen, einen mittleren und dann einen etwas kürzeren. So, den 20er, den machen wir mal in grün. So, und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, wie ich mit solchen Indizes arbeite. Gleitenden Durchschnitten. In Indizes sehr, sehr gerne. In Währungen ist das manchmal ein bisschen anders. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Index an einer Wirtschaft gekoppelt ist und langfristig Mehrwerte schafft. Währungen sind meistens einfach nur Schiebezonen. Also eine Währung schafft selten einen klassischen Wertzuwachs. Ne? Wenn man sich Währungen langfristig anschaut, dann hat man steigende Phasen, man hat fallende Phasen. Wenn man sich einen Index wie den DAX oder den Dow Jones anschaut, dann hat man einfach langfristig die wirtschaftliche Steigerung drin. Also das ist ein bisschen ein Unterschied. Deswegen funktionieren diese Sachen extrem gut mittelfristig in den Indizes.
auch in den Rohstoffen, wobei bei den Rohstoffen das Thema auch ein bisschen anders zu sehen ist. Bei den Währungen nutzt man diese Indizes bzw. diesen gleitenden Durchschnitten gerne auch im kurzfristigen Trading, wenn man einfach sieht, wie sich der Markt daran verhält. Ja? Das heißt, wenn man an einem abwärtsgerichteten Index bzw. einen abwärtsgerichteten gleitenden Durchschnitt immer wieder abprallt, dann kann man sich auf die Lauer legen und sagen, okay, wenn wir an diesen gleitenden Durchschnitt ranlaufen und wir sehen dort den Abprall, dann können wir uns wieder für die Short-Seite mit aufsetzen. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben kurz im DAX an. Und da sehen wir hier an dieser Stelle doch, sage ich mal, diverse Kreuzungen. Zum einen Kreuzungen im Bereich der gleitenden Durchschnitte, zum zweiten auch Kreuzungen im Bereich der Kerzen mit den gleitenden Durchschnitten. Und das sind immer sehr, sehr interessante Marker, die wir hier haben. Und wenn ich das mal ganz kurz beleuchten darf an dieser Stelle, hier schaut euch mal an die Marker, was ich hier meine. Also, schaut mal beispielsweise hier. Das ist mal eine klassische Kreuzung des kürzesten durch den mittleren, also 20 durch den 50er. Das ist eine Situation, wo wir sehen, der Markt dreht kurzfristig rum. Beides war hier noch am Steigen, also hier schön den Aufwärtstrend. Und dann dreht dieser Index plötzlich um. Nein, nicht dieser Index, diese gleitenden Durchschnitte. Das ist wichtig. Wir sehen hier auch, das ist immer ein bisschen nachgelagert. Ja? Aber man kann da extrem gut mitarbeiten, um das Ganze zu sehen. Das ist das eine. Das zweite, was wir haben, ist die Tatsache hier im längerfristigen Bereich, diese längeren Durchschnitte drunter oder drüber. Das bedeutet meistens was. Ja? Und wir fangen mal ganz kurz bei dem längsten aller Sachen an. Hier mit Blick auch auf die Indizes. Diese großen gleitenden Durchschnitte, die lösen häufig bei privaten, längerfristigen Tradern, aber auch bei den Fondsgesellschaften wichtige, sag ich mal, Reaktionen aus. Ja. Kreuzt der Markt plötzlich von oben nach unten durch, also sowas wie hier an dieser Stelle, dann haben wir ganz oft die Situation, dass die Leute bzw. die privaten Trader sich sagen, okay, eine Aktie oder ein Index oder ein Rohstoff, der unter so einer wichtigen Marke verharrt, ist jetzt definitiv kein Long-Investment mehr. Fällt durch, was passiert? Man drückt auf den Verkaufsknopf. Passiert genauso bei den Indizes. Dann fällt der Markt einfach nach unten. Das heißt, das sind ganz, ganz wichtige Marker, die wir auch als Kurzfrist-Trader nutzen können. Weil wenn wir uns das mal anschauen, hier ging es nach unten, unten drunter durch. Und dann gibt es auch immer wieder Rücksetzer in diesen Bereichen. Ja? Dran, hoch und dann mit Schmackes nach unten. Und wir haben ja schon diesen massiven Abgabedruck nach unten gesehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal für die Short-Seite. Und wir sehen, was danach kommt, auch an nachhaltigen Schüben nach unten. Also die Abwärtsseite ist da an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Da muss man einfach nur hingucken. Ja? Das hat nichts irgendwie mit Raketenwissenschaft zu tun. Das ist einfach nur die Situation hinschauen. Wir bleiben weiter beim 200er gleitenden Durchschnitt. Das Gleiche. Wenn der Markt von unten nach oben durchgeht, ja, dann sehen wir an dieser Stelle rangelaufen, kurz hier unten drunter gelupft und dann erstmal nach oben. Das führt häufig dazu, dass andere Marktteilnehmer darauf aufmerksam werden, oh, der Markt ist jetzt wieder über seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage gegangen. Was heißt das? Er trendet doch wohl eher nach oben. Ja, also das sind jetzt nicht die Daytrader, die da so genau hingucken, sondern das sind eher die längeren und da wird ja das große Geld bewegt und das schiebt ja sozusagen dann die Kurse auch langfristig in die eine oder andere Richtung. Und hier sehen wir es, kurzfristig ging es nach oben, dann nochmal drunter, dann haben wir meistens so einen Schwungbereich um diese Indizes drumherum, also sowas wie wir hier beispielsweise sehen und dann entscheidet sich der Markt doch irgendwann für eine Richtung und dann fängt auch der Index, der gleitende Durchschnitt irgendwann an zu drehen. Und das ist jetzt so, wie wir hier haben, so eine verharrende Phase noch so ein bisschen, um dann nach oben zu laufen. Und dann bekommen wir, und das auch hier für den langfristigen Durchschnitt interessant, wenn wir da drüber gelaufen sind, das erste Mal so eine Zappelphase überstanden, dann bekommen wir immer mal die Situation, dass wir diese gleitenden Durchschnitt, diesen langen auch testen. Und da wird es interessant an dieser Stelle, wenn wir da plötzlich wieder Käufer finden, weil hier vorne war ja schon viel Kaufinteresse und hier schon wieder, ist das meistens ein Zeichen, dass der Markt doch schöner weiter nach oben steigen kann. Aber bitte auch darauf aufpassen, der SMA 200 ist der von diesen drei gleitenden Durchschnitten, der sich am langsamsten bewegt. Ja? So, das ist das ganz, ganz große Bild. Das ist der trägste überhaupt. Im kurzfristigen Trading macht es
viel, viel mehr Sinn, auf die kleineren gleitenden Durchschnitte zu schauen. Ja? Das heißt, an dieser Stelle sind die kleineren viel, 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 viel sensibler. Ja? Und das ist das, wo wir uns das Ganze jetzt mal hier auch anschauen können. Und da sehen wir diverse Dinge, die wir hier immer wieder haben, wo wir sehen, schaut mal hier oben, da ist der 20er durch den 50er. Das ist das sogenannte Death Cross. Das heißt, der kurze fällt durch den mittelfristigen durch. Das ist oft ein relativ starkes Verkaufssignal. Hier drüben haben wir das sogenannte Golden Cross. Also das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, hier im hinteren Bereich, wäre mal eine gute Marke, ein gutes Long-Signal, weil der Markt geht kurzfristig nach oben drauf. Und was hier ganz oft passiert ist, wenn sowas kommt, wir sehen, das ist auch immer nachgelagert, es gibt meistens dann oder nicht selten nochmal ein Drehen um den zweiten, etwas langsameren gleitenden Durchschnitt. Und wenn der hält, und das ist jetzt der Punkt, wenn der hält, dann haben wir oft gute Chancen, nachhaltig nach oben ein Stück weit zu laufen. Und das sehen wir hier. Und da haben wir den ersten Marker. Hier, das sogenannte Golden Cross, nach oben gelaufen. Dann ist der Markt zwar nochmal unten drunter gekommen, hat aber den 50er nicht nachhaltig abverkauft, sondern drehte hier durchaus nach oben. Und das ist die große Chance. Und dann gehen halt die Kurse wieder nach oben. Und wir sehen es hier, der SMA 20 fängt an, nach oben zu trenden. Richtungswechsel sozusagen. Der 50er dreht ebenfalls nach oben. Richtungswechsel. Und irgendwann zieht dann auch der 200er nach. Ja? Auch wenn der viel, viel, viel träger ist. Ja? Das ist der Punkt an dieser Stelle. Und das ist das, was wir sozusagen auch hier gesehen haben, als wir hier drüben durch sind, ja, das skizziere ich an dieser Stelle auch einfach nochmal, da ist es nämlich genauso gewesen, schaut mal hier, da hatten wir die Durchkreuzung der kurze durch den mittelfristigen, das sogenannte Golden Cross. Was ist dann passiert? Genau das gleiche wie hier drüben. Wir sind drüber gelaufen und der Markt ist erst einmal nochmal auf die 50er aufgedreht hier unten, sehen wir hier, und dann ist er nach oben geschoben und zwar nachhaltig. Und das ist das Interessante, das sehr, sehr Interessante in diesen Bereichen, wo man einfach sagt, man hat den Initial-Event hier an dieser Stelle, geht dann nochmal runter auf den etwas trägeren Index und dann zieht der Markt nach oben. Da kann man gute Strategien draus bauen, einfach nur, um dort drauf zu schauen. Und damit hätten wir jetzt mal sozusagen die klassische Grundlage für das, was wir hier aus diesen Märkten sehen. Also, das sind die Schneidungen der Indizes. Was habe ich denn heute mit den Indizes? Das sind die Schneidungen der gleitenden Durchschnitte und das Kerzenverhalten an diesen gleitenden Durchschnitten. Ne? Und da müssen wir einfach nur hinschauen. Und da sage ich auch immer, es gibt da keine goldene Regel, dass der Markt, wenn der einmal über so einen gleitenden Durchschnitt drüber gelaufen ist, dass der da auch drüber bleibt. Oder wenn er einmal drunter gefallen ist, dass er da entsprechend drunter bleibt. Da gibt es keine Regel für. Da heißt es an dieser Stelle immer nur, dort mal bitte auf die Lauer legen, was passiert und dann zu schauen, was los ist. Und hier schaut euch das mal an, wenn wir uns den DAX mal eben kurz anschauen wollen. In der aktuellen Situation, schaut mal, hier an dieser Stelle hier drüben, da gab es wieder die Situation hier. Das ist ein kurzfristiges Verkaufssignal. Ja? Da ist der SMA 20 unter den SMA 50 gefallen. Und das ist kurzfristig nicht ganz so günstig, weil wir sehen, das ist die Abwärtsrichtung. Ja? Und wir sehen halt auch, der 50er ist deutlich nach unten verkauft worden und der 20er auch. Aber bis zum 200er ist noch eine Menge, Menge Luft. Ne? Also wir haben hier viel, viel Platz noch nach unten. Da kann der Markt sich schon austoben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal im größeren Bild auch anschauen wollen, hier im trendigen Verhalten im DAX, hier das nach oben, dann haben wir hier die Korrektur gesehen und der Markt hat jetzt durchaus die Chance, weiter nach oben zu laufen. Was jetzt nicht passieren sollte, ist, dass wir das hier sehen, dass wir hier ein Hoch haben, hier nochmal ein höheres Hoch, ja, also typisch für Aufwärtstrend und dann hier ein tieferes Hoch. Dann kommen wir nämlich in die Situation, dass dieser Drehbereich hier unten interessant wird und wenn der nach unten wegfällt, dann wäre das eher ein deutliches Short-Signal und dann kommt möglicherweise die Unterstützung hier um die 200er-Tage-Linie, grob die 12.000er-Punkte-Marke noch mit ins Spiel. Da müssen wir aber sehen, was passiert. Aber das ist sozusagen an dieser Stelle das, was wir jetzt hier sehen. Und da bekomme ich gerade auch noch eine Frage zu rein und zwar Golden Cross möglicherweise auch aktuell. Nein, aktuell haben wir hier definitiv kein Golden Cross. Ein Golden Cross ist das hier, wartet mal. Also merkt euch das einfach mal, das Goldene, ja, Gold in dem Moment spricht eher für die Long-Situation. Und das ist sowas wie hier, sozusagen, dass der kleinere gleitende Durchschnitt über den etwas größeren steigt. Also hier der 20er durch Long den 50er.
Momentan haben wir aus technischer Sicht eher das Umgekehrte, wie ich es gerade gesagt habe. Da fällt der kleinere, der 20er, nach unten durch den 50er. Ja? Das muss man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Die Fundamentaldaten bitte auch ein bisschen mit drin haben. Wir haben gerade Wahl, wir haben Corona und, alle positiven Meldungen, können das Ganze natürlich wieder komplett rumdrehen. Und da sehen wir, dass diese Indizes, dass diese gleitenden Durchschnitte meistens dann so ein bisschen, naja, das wird dann so ein Geschlängel. Also wartet mal ganz kurz. Also das sieht dann, ich sag mal, ähnlich wie so hier aus. Der eine läuft so, ja, und der andere, der läuft so. Das ist so ein bisschen das Hin- und Hergelaufe in solchen unschlüssigen Phasen. Das hat man immer wieder, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist momentan eher das Schutzsignal, was wir hier haben. Und wie schon gesagt, das ist jetzt unten drunter durchgelaufen. Das kann sich noch ein bisschen nach unten ausdehnen. Durchaus auch nochmal Test vom 200er gleitenden Durchschnitt. Würde auch nicht wundern. Und da sehen wir, das, was wir jetzt auch sehen, das haben wir in der Historie ja auch schon öfter gesehen. Hier erstmals drüber, über den 200er. Dann sozusagen kurzer Test, dann nach oben, erneuter Test hier an dieser Stelle, dann wieder nach oben. Möglicherweise haben wir hier den Versuch gesehen, nach unten zu laufen, nachhaltig, oder wir sehen jetzt hier nochmal den Anlauf. Ich habe keine Ahnung. Deswegen halten wir uns an das, was wir hier sehen. Und das, was wir hier sehen, ist ganz klar, das muss man im Auge behalten. Wenn wir jetzt tatsächlich das hier in Fortsetzung bekommen, dann sieht es eher darauf aus, dass wir die 200 nochmal testen und möglicherweise ein Stück weit tiefer laufen. Da kommt es aber echt drauf an, und das hat jetzt auch ganz, ganz viel mit dem Thema Corona zu tun. Das, was wir jetzt spielen, ist wirklich die ganz, ganz große Angst, dass wir einen zweiten Lockdown bekommen. Ja? Davor hat der Markt extrem Angst. Das ist auch das, was unsere Politiker in Deutschland und auch in Europa immer wieder sagen. Ein zweiter Lockdown, wir können ihn verhindern, aber er ist halt nicht garantiert zu verhindern. Und das ist das, was hier gerade gespielt wird, die große Angst. Und das sehen wir sozusagen auch am Marktverhalten. Und da sehen wir, da fließen so viele bestimmte Dinge ineinander. Und wenn wir diese vielen Puzzleteile richtig in ein Bild reinsetzen, dann können wir uns eine Meinung machen, dann können wir Handelssetups bilden und das Ganze entsprechend dann fürs Trading benutzen. Das, ja, mal ein paar Anhaltspunkte, ein paar Gedanken zum Thema der Zusammenarbeit mit gleitenden Durchschnitten an dieser Seite. Ich hoffe, die Frage, die mir hier gestellt wurde, ist auch sozusagen gut beantwortet worden. Ansonsten sage ich hier und heute danke fürs Zuschauen, einen erfolgreichen Trading-Tag. Vielleicht klappt ja Gold. Würde mich freuen, wenn wir hier endlich mal eine Entscheidung für die Long-Richtung bekommen. Er zappelt ja immer wieder nach oben an, aber ob es weit kommt, wir schauen einfach mal. Auf alle Fälle sind die Chancen da. Der Freitag ist vollgepackt mit Chancen. Also gute Trades, einen sehr, sehr schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns morgen, Montagmorgen wieder um 8.30 Uhr zur Besprechung von ein paar sehr, sehr interessanten Handelsideen. Ich freue mich drauf und sage danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.